Hallo ihr Lieben, in diesem Video wollen wir mal gemeinsam Gleichungen mit Hilfe von Äquivalenzumformungen rechnen und auch wirklich lernen, wie schreibe ich das Ganze jetzt in mein Matheheft auf. Die erste Gleichung lautet 5x plus 4 ist gleich 2x plus 10. Und unsere Aufgabe beim Gleichungen lösen ist ja herauszufinden, welche Zahl muss für das x stehen, damit auf der linken Seite dasselbe steht wie auf der rechten Seite. Unser erster Schritt war es ja oder ist es immer, die Sachen mit dem x, also alle x auf der rechten Seite loszuwerden. Und das bedeutet, dass ich die rechte Seite von den 2x befreien möchte, und das kriege ich hin, indem ich 2x subtrahiere. Weil wenn ich jetzt von der rechten Seite 2x abziehe, dann sind die 2x hier nicht mehr da, dann steht hier ja nur noch 10. Dieser große Strich hier hinten bedeutet aber, dass ich das auf beiden Seiten machen muss, weil wenn ich hier 2x abziehe und ich habe ja immer im Hinterkopf noch diese Waage, dann muss ich das auch auf der linken Seite machen, weil sonst ist meine Waage nicht mehr im Gleichgewicht, ansonsten ist meine Gleichung nicht mehr im Gleichgewicht. Das heißt, ich muss jetzt auf beiden Seiten 2x subtrahieren. Gut. Wenn ich das Ganze auf der rechten Seite mache, dann verschwinden meine 2x ja. Ich habe da nur noch plus 10 übrig und dafür kann ich auch einfach 10 schreiben. Wichtig ist, wenn ihr die zweite Zeile beim Schreiben beginnt, dass ihr die ist gleich immer genau untereinander schreibt. Auf der linken Seite bleibt natürlich auch plus 4 übrig, daran ändert sich ja nichts. Und wenn ich von 5x 2x abziehe, bleiben nur noch 3x übrig. Ganz wichtig ist, wenn wir Äquivalenzumformungen machen, dann brauchen wir vor jeder neuen Zeile, die wir aufschreiben, so einen Doppelpfeil. Oder ich versuche nochmal den schöner aufzuschreiben. Ich schmiere den immer so ein bisschen hin. Das ist nicht nur ein Pfeil, der nach rechts zeigt, sondern ein Pfeil, der gleichzeitig auch nach links zeigt. Dieser Pfeil heißt Äquivalenzpfeil und der bedeutet, dass diese Gleichung in der zweiten Zeile immer noch genau dieselbe Gleichung ist wie die aus der ersten Zeile. Die sieht nur ein bisschen anders aus. Sie wurde umgeformt, aber weil sie eben immer noch genau dasselbe bedeuten, müssen wir unbedingt diesen Äquivalenzpfeil hier hinschreiben. Das heißt, das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. So. Der zweite Schritt war es oder ist es, dass wir alles ohne x auf der linken Seite verschwinden lassen. Das ist in unserem Fall diese plus 4. Ich schreibe auch wieder einen großen Strich hin, denn ich muss mir überlegen, was muss ich jetzt auf der linken Seite machen, damit diese plus 4 verschwinden. Und klar, wenn da plus 4 steht, dann muss ich eben mit 4 subtrahieren, das heißt 4 abziehen, damit diese 4 verschwindet. Ich kann schon mal wieder mein Gleichheitszeichen hinschreiben. Die linke Seite sieht dann so aus. Da bleibt nur noch 3x stehen. Die 4 sind ja weg. Und wenn ich auf der rechten Seite rechne, 10 minus 4, dann bleibt hier nur noch die 6 übrig. Und wichtig, ich muss wieder diesen Äquivalenzpfeil hinschreiben. Der darf nicht fehlen. Der letzte Schritt ist es, dass die Zahl vor dem x verschwindet, damit ich nachher wirklich nur noch auf meiner linken Seite das x ganz alleine dastehen habe. So, damit die Zahl vor dem x verschwindet, muss ich genau mit oder durch diese Zahl teilen. Ich dividiere durch 3 und wenn ich 3x durch 3 teile, wenn ich 3x habe und ich verteile die auf 3 Personen, dann erhält jede Person nur noch 1x. Und wenn ich 6 durch 3 teile, dann erhalte ich 2. Doppelpfeil nicht vergessen oder Äquivalenzpfeil. Das heißt, die Lösung der Gleichung ist jetzt 2 und die Lösung einer Gleichung unterstreichen wir immer doppelt. So, und wir können nochmal in Worten dazu schreiben.
Die Lösung der Gleichung ist die Zahl 2. Gut, wir machen eine nächste Übung. Gleichung Nummer 2. Ich schreibe sie mal auf. Die Gleichung lautet 7x plus 11 ist gleich 3x plus 3. Wir gehen genau so vor wie oben. Zuerst möchte ich alle meine x auf der rechten Seite verschwinden lassen. Übrigens, wenn ihr möchtet, dürft ihr jetzt gerne im Video auf Pause drücken. Einmal selber alles aufschreiben, wichtig auch wirklich korrekt notieren und danach mit mir vergleichen. Und wer lieber mit mir gemeinsam rechnet, der schreibt, rechnet und hört gleichzeitig zu. Also diese 3x soll auf der rechten Seite verschwinden. Ich hoffe, ich vertausche hier gerade nicht die ganze Zeit rechts und links. Damit habe ich nämlich so ein bisschen eine kleine Schwäche. So, die 3x sollen verschwinden. Wenn auf der rechten Seite 3x steht, dann muss ich 3x subtrahieren, damit das wegfällt. Und zwar muss ich das auf beiden Seiten machen. Und ich erhalte dann eine umgeformte Gleichung. Das Gleichheitszeichen kann ich schon mal aufschreiben. Auf der rechten Seite fällt mir das 3x weg. Da steht nur noch eine 3. Und auf der linken Seite bleibt die 11 so wie sie ist. Und 7x minus 3x macht 4x. Wunderbar. Als nächstes soll auf der linken Seite die plus 11 verschwinden. Das heißt, ich muss auf der linken Seite 11 subtrahieren. Und das darf ich natürlich nicht nur auf der linken Seite, ich muss es auch auf der rechten Seite machen. So, auf meiner linken Seite, wenn ich 11 subtrahiere, bleibt nur noch 4x stehen. Auf der rechten Seite muss ich jetzt rechnen, 3 minus 11. 3 minus 11, jetzt landen wir im Negativen, wenn ich 3 Euro habe, aber 11 Euro ausgeben möchte, dann bin ich mit 8 Euro in Schulden. Das heißt, hier kommt minus 8 raus. Als nächstes möchte ich die 4 vor dem x wegbekommen. Das heißt, ich muss genau durch diese Zahl teilen. So, wenn ich 4x durch 4 teile, bleibt hier noch x übrig. Oh, das hier wollte ich auch noch immer blau markieren. Und auf der rechten Seite teile ich minus 8 durch 4, dann bleibt da minus 2 übrig. Das heißt, wo ist mein Lineal hin? Hallo Lineal. Hier oben ist es. Die Lösung meiner Gleichung beträgt minus 2. Und ich würde sagen, eine letzte Gleichung gucken wir uns noch an und dann dürft ihr selbstständig üben. Nummer 3. So, die Gleichung lautet minus x minus 6 ist gleich 4x plus 6. So, das erste, was ich mache, ist alles mit x auf der rechten Seite verschwinden zu lassen. Falls ihr denkt, also Farben braucht ihr jetzt nicht mehr, müsst ihr keine Farben mehr verwenden. Ich mache das einfach mal weiterhin. So, wenn die 4x auf der rechten Seite verschwinden sollen, muss ich die 4x subtrahieren. Und dann mache ich das mal. Auf meiner rechten Seite bleiben dann noch plus 6 übrig. Das heißt, es reicht auf, ich schreibe die 6 hin. An der minus 6 auf der linken Seite ändert sich auch nichts. Und jetzt, Achtung, muss ich halt auf meine Minus achten, wie immer. Ich habe minus x, minus x und ich subtrahiere von minus x nochmal 4x. Dann heißt es ja, wenn ich schon 1x Schulden habe und nochmal 4x ausgebe, dann habe ich 5x Schulden. Das heißt, auf meiner linken Seite steht jetzt minus 5x minus 6 ist gleich 6.
Und ich darf den Pfeil auf gar keinen Fall vergessen. So. Damit das Ganze immer schön übersichtlich aussieht, ist es außerdem wirklich schön, wenn man versucht, sowohl seine Pfeile untereinander zu schreiben, seine Ist-Gleich untereinander zu schreiben und seine Äquivalenzrechenstriche hier auf der rechten Seite untereinander zu schreiben. Das heißt, diese drei Dinge bilden immer so wie so eine Art Tabelle, die sich nach unten fortsetzt und dazwischen steht dann die Gleichung, die sich immer in jedem Schritt verändert. Gut, der nächste Schritt war es, die Zahlen von der linken Seite zu entfernen. Und hier steht jetzt die 6 mit ihrem Vorzeichen, also insgesamt die minus 6. Und wenn auf der linken Seite minus 6 steht und ich möchte diese minus 6 loswerden, also ich habe 6 Euro Schulden und die will ich loswerden, dann muss ich 6 Euro einzahlen, damit meine Schulden getilgt sind. Das heißt, ich muss 6 addieren. Wir schauen uns wieder an, was dann dabei rauskommt. Wenn ich also auf der linken Seite hier 6 addiere, dann bleibt hier nur noch minus 5x übrig, weil minus 6 plus 6 gibt 0. Und wenn ich auf der rechten Seite zu 6 noch 6 dazu addiere, lande ich bei 12. Der letzte Schritt ist wie immer die Zahl vor dem x entfernen. Und Achtung, hier muss ich jetzt halt drauf achten. Ich habe hier noch ein Minus davor. Das heißt, ich muss insgesamt durch minus 5 teilen. Und wichtig, dass ich das jetzt hier auch in Klammern schreibe, damit hier das Geteilzeichen nicht direkt auf das Minus trifft, muss ich eine Klammer schreiben. So. Ihr seht, meine Pfeile, die sehen nicht immer ganz so schick aus. Aber das ist nicht so wild. Hauptsache, sie sind insgesamt da. So, wenn ich minus 5x... Einen Moment. Also, wenn ich minus 5x durch minus 5 teile, bleibt hier auf der linken Seite nur noch x übrig. Und auf der rechten Seite, da habe ich jetzt so ein kleines Problem. Weil 12 geteilt durch minus 5 kann ich nicht einfach schnell in meinem Kopf ausrechnen. Aber was ich ja immer machen kann, ich kann das Ganze als Bruch aufschreiben. Nämlich als minus 12 Fünftel. Und minus 12 Fünftel, ich versuche mal das noch so ein bisschen auszurechnen. Ich kann ja das zum Beispiel mal auf Zehntel erweitern. Das heißt, ich erweitere mit 2. Das sind dann minus 24 Zehntel. Und über minus 24 Zehntel weiß ich, dass das minus 2,4 sind. Und weil ich jetzt hier auf der rechten Seite noch so viel weiter geschrieben habe, schreibe ich mir meine Lösung noch einmal ordentlich auf, nämlich x ist gleich minus 2,4. So, natürlich dürfte man das, was ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, auch irgendwie als Nebenrechnung auf die Seite schreiben. Und prinzipiell ist als Lösung minus 12 Fünftel eigentlich auch schon ausreichend. Aber man kann hier natürlich gerne das noch auf minus 2,4 umschreiben. Damit kann ich vielleicht so ein bisschen mehr anfangen, wie wenn da minus 12 Fünftel steht. Wunderbar, so, ich hoffe, euch ist klar, wie man eine Gleichung mit Hilfe von Äquivalenzumformungen löst und ihr könnt jetzt selbstständig Aufgaben rechnen. Viel Erfolg dabei!